Bringt mir das was? Ja. Du scheinst ein cleveres Mädchen zu sein. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ein fahrender Händler hat südlich von hier etwas Weißes im Gebüsch gesehen. Als er es sich näher ansehen wollte, wurde er plötzlich von etwas Großem aus der Luft angegriffen. Kannst du die Straße nach Süden ablaufen und nach gefährlich fliegenden Monstern und diesem weißen Ding suchen? Wenn du etwas findest, dann sag Lothair an Galvans Wachturm Bescheid. Richte ihm auch aus, dass er verstärkt die Wildnis abseits der Wege im Blick behalten soll. Pilze gibt's hier. Wir haben fast wieder alles abgequestet, ne? Sagt, ich würde ja sagen, wir gucken gut voran, aber Stufe 12. Aber wenigstens dauert das Hochlevel nicht so lange. Alter, wie viele Vögel wollen sie in näherer Umgebung haben? Ja. Ich level mich erst so ins Bett. Mach das, Dufte. Mach das. Schön, dass du da warst. Oder bleibst du noch da und gehst aber nur ins Bett? Wie das ich dir schon gute Nacht gesagt habe. Ich mache Hayabubu, okay. Dann auf jeden Fall danke, dass du da warst. Schlaf schön. Und bis Sonntag. Stimmt, vorher gibt es keinen anderen Stream mehr. Bis Sonntag. Bis zum 24er. Oh Gott. Ey, du wirst mich aber wach halten müssen, ne? Beziehungsweise wir müssen uns gegenseitig wach halten. Mir graut's da schon. Aber ich habe auch richtig Bock drauf. Das bekomme ich hin, gut. Also ich glaube, am schlimmsten wird's halt wirklich nachts. Ich glaube, nachts wird's am schlimmsten. Ich glaube, ich werde auch Hallo 10 dafür wieder reinsetzen. Ich hatte das ja jetzt wegen meinem Magen. Oder halt eher Unterleib, hatte ich das ja jetzt eine ganze Weile draußen. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich das vielleicht sogar reinnehmen. Und wenn es nicht zu warm ist natürlich. Wenn hier schon wieder eine Luft ist wie jetzt gerade, als wäre ich in den Tropen, dann natürlich nicht. Weil dann kippe ich um. Ich finde das jetzt schon furchtbar. Ventilator geht. Na, nee, ist noch auf 1. Wird aber gleich auf 2 hochgestuft. Weil. Bäh. Einfach nur bäh. Ah, nee, ist sogar auf 2. Jetzt ist er auf 3. Haha. Das klingt wie ein Puma-Käfig, ist der instabil. Ja. Sozusagen. Der Puma-Käfig müsste mal gelüftet werden. Das Schlimmste ist, ich würde ja gerne lüften, aber auf der Kellertreppe hier unten ist halt genauso eine miese Luft. Weil der vor der Tür ist halt alles feucht. So. Und Hitze und Feuchtigkeit. Ja. Scheiße gelaufen. Einfach scheiße gelaufen. Ich sag mal so, bei 25 Grad kein Problem. Bei 30 Grad, da willst du die Tür nicht öffnen. Du willst aber auch diese Tür. Also, ich habe dann auch noch eine zweite Tür. Problem ist, da ist die Heizung. Beziehungsweise dieser große Boiler. Da ist es sauwarm drin. Keine gute Wahl. Im Winter ist die andere Tür auch offen. Perfekt zum Durchlüften.
Das wird doch schön, ne? Schön wohlig warm, wenn dir hier kalt ist. Im Sommer ist das furchtbar. So Nieren im Sommer, warum nicht? Jedes Mal, wenn ich aufstehe, ne? Nee, das. Oh, das ist furchtbar. Mir graut schon davor, hochzugehen, weil es oben ist saukühl sein wird. Und hier unten ist halt einfach. Boah. Wunderbar. Ich glaub, morgen gehe ich auch nicht großartig an den PC. Also vielleicht abends einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit Kitty noch sprechen wollte. Weiß ich gerade gar nicht. Aber einfach nur damit zum Sonntag hin hier alles wieder kühl ist. Sonst gehe ich ein. Sonst gehe ich echt ein. Suchst du nach Arbeit? Dann kannst du zu der kleinen Hütte am Totenacker Tantara gehen. Dort lebt der Grabwächter Balar, der sich um die Pflege und den Schutz der Gräber kümmert. Neulich hat er mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der ihm ein wenig zur Hand gehen könnte. Willst du mich wachhalten? Kannst du schon mal? Ich mach mich mal vom Acker. Oh ja, stimmt, wenn ich einmal rede, ne? Ja, schlaf schön. Schlaf schön. Und bis Sonntag. Wie bitte? Nordkapgeier hier bei uns im Süden? Und sie haben sogar Eier gelegt? Nein, sie haben Eier gelegt. Och Mist. Direkt vor meiner Nase. Und ich habe nichts bemerkt. Elga hat sich zu Recht Sorgen gemacht. Nur gut, dass du aufmerksamer als ich warst und die Nordkapgeier erlegt hast. In Zukunft werde ich besser aufpassen. Genau. Pass auf, mein Kind. Achso, ich kann jetzt auch. Den Ohren kann ich so langsam wegpacken. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Bitte gehe südwestlich von hier zum Hagebaum und erinnere die Druidin Leonie höflich daran, dass sie sich beeilen muss. Sie wollte nur ganz kurz nach dem Hagebaum sehen und dann vom Spiegelseesteg aus ein Boot nehmen. Seitdem ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Sicher kann sie sich nicht von dem Hagebaum losreißen, aber am Spiegelseesteg wartet Amel bereits mit dem Boot auf sie. Ach ja. Wie wir uns hier einfach so schön runterquesten. Ach, ich habe doch noch. So, eine Sache kann ich ja hier noch machen. Gab's nicht? Da. Ich will mir mal die Empfehlungen anpinnen. Nee, ein bisschen größer bräuchte ich schon. Baumkronenbussard gibt es ja auf jeden Fall noch. Weil dann sehe ich nämlich, was hier so abgeht in der Nähe. Pinea hat dich zu mir geschickt. Du willst mir helfen? Wunderbar. Seit sich hier so viele Monster herumtreiben, ist die Grabstätte ein wenig trostlos geworden. Kein Wunder, dass sich die Toten im Grab umdrehen. Damit sie ihre Ruhe finden, müssen wir ihnen eine kleine Freude machen. Kannst du diese Nimea-Lilien auf die Gräber unter den drei großen Grabsteinen als Opfergabe darbringen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Vielleicht. Vielleicht kann ich das. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Denn hier hinüber haben wir hier noch ein Blümchen. Oder ein Grab. Das Blümchen kommt jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ist schon wieder das Internet futsch oder? Aber nee. Alles gut. Der können wir die Quest wieder abgeben. Vielen Dank. Mit den Blumen sieht es hier doch gleich viel hübscher aus. Jetzt müssen wir nur noch der Monsterplage Herr werden, damit hier bald wieder Ruhe und Frieden einkehren. Für heute hast du mir aber genug geholfen. Vielen Dank. Freue ich mich, wenn die ersten Rüstungsteile kommen, die gut aussehen. Toll. Oh Schreck, so spät ist es schon. Ich hatte Armee und das Boot ganz vergessen. Das tut mir schrecklich leid. Im Hagebaum geht es gut. Allerdings scheint etwas die Gebieter in helle Aufregung versetzt zu haben. Sie spüren eine dunkle Aura, die sich aus Tamtara erhebt. Ich muss Ihnen noch etwas länger zuhören und kann deshalb noch nicht aufbrechen. Bitte sagt Amel Bescheid und richte ihr meine Entschuldigung aus. Okay. Wird gemacht. Der ist auch noch wieder in der Quest. Die nehmen wir natürlich auch mit. Bist du etwa die Abenteurerin, von der in letzter Zeit alle so begeistert schwärmen? Glaub ja nicht, dass ich mich dafür beeindrucken lasse. Ich vertraue grundsätzlich keinen Abenteurern. Aber Vertrauen ist auch nicht wichtig, solange die Ergebnisse stimmen. Für eine Belohnung macht die Abenteurer doch alles, nicht wahr? Also ich bitte dir, biete dir eine Belohnung dafür, dass du die Sephrophagen-Schnecken erlegst. Drei ihrer Nester befinden sich in feuchten Gruben in der Nähe des Hagebaums. Wenn du dieses abgestandene Bier in den Gruben gießt, werden die Schnecken hervorgekrochen kommen. Und du kannst sie erschlagen. Okay. Wie sieht's mit der Playtime aus? 7 Stunden und 19 Minuten. Ich habe vor genau 2 Stunden geguckt. Da waren es 5 Stunden und 19 Minuten. Also weit sind wir in diesen 7 Stunden noch nicht gekommen. Das ist eigentlich echt bitter. Glamour, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend dir. Alles fit bei dir? Abgestandenes Bier. Lecker. Lecker Schmecker. Bei mir läuft soweit gut. Und selbst? Bei mir ist alles fit.
gemütlich hier den Abend ausklingen lassen. Na, passt. Da kann es einem eigentlich fast nur gut gehen. Wenn man irgendwelche komischen Monster angreift, die man gar nicht angreifen wollte. Wie war denn dein Tag, Flamur? Wenn du erzählen möchtest. Musst natürlich nicht. Hui. Noch mehr Schnecken. Ich glaube, für den letzten Gehalt kriege ich keine Gruppe. Bin ich stressig, so wie jeden Tag. Aber man hat sich dran gewöhnt. Ja. Ja. Das stimmt wiederum. Das stimmt. Also ich bin froh, dass bei mir Gott sei Dank toi 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 alles gerade recht ruhig ist. Mit Stress ist, ja, es ist... Aber zum Wochenende hin ist Gott sei Dank meistens Ruhe bei mir. Zum Glück. Hast du denn auch Wochenende oder musst du arbeiten oder ist irgendwas geplant bei dir? Hab mir heute die erste Folge von House of the Dragon geschaut. Bin ich mega echt. Oh, ich habe mich noch nicht reingetraut tatsächlich. Ich muss rein theoretisch auch echt dort die letzten Folgen der 8. von GOT gucken. Ich glaube, 2 oder 3 Folgen fehlen mir noch. Ich habe es heute nicht zu Ende geguckt. Leider. Aber House of the Dragon will ich auch unbedingt sehen. Also, ich will unbedingt. Das Problem ist, dafür muss ich ja das andere Ding dann noch abonnieren, aber ja, Ende des Monats sieht das immer so ein bisschen mau aus. Bin jeden Tag am Arbeiten, ist ziemlich selten, dass ich meinen Quatsch habe. Oh, das ist scheiße. Scheiße. Wenn man nur arbeitet und kein Tag frei hat oder wenig, das ist echt kacke. Aber das ist ja wie bei Frisches. Ja, klar, er hat zwar Wochenende, aber selbst am Wochenende arbeitet er noch. Auch wenn es von zu Hause ist, aber... Ja. Junkacke! Dafür macht mir die Arbeit aber sehr Spaß. Das ist gut. Das ist gut. Schlimmer ist es ja, wenn du einen Job machst, der dir keinen Spaß macht und du nur am Arbeiten bist. Ich glaube, das ist sowieso das Schlimmste. Also, solange die Arbeit noch Spaß macht, ist alles gut. Habe ich es nicht gesagt? Für eine Belohnung machst du alles. Dabei weißt du bestimmt nicht einmal, was der Toten Akatamtara für ein Ort ist, nicht wahr? Ein Hügelgrab. Dort liegen die Körper unserer Kameraden, die bei der Katastrophe vor 5 Jahren gestorben sind. Die Schnecken, die du erledigt hast, hatten die Blumen gefressen, die wir den Toten dargebracht hatten. Das liegt nur daran, dass sich die Monster so sehr vermehrt haben und dass es nicht mehr genügend Futter gibt. Ich will ihnen ja keine schlechte Absicht unterstellen, aber was zu weit geht, geht zu weit. Aber ich sehe schon, dich interessiert das gar nicht, sondern nur deine Belohnung. Hier hast du sie. Ja, hier bitte. Stimmt, das kommt so vor, als würde man hier Löwe stehen. Das stimmt. Das stimmt. Als was arbeitest du denn, wenn ich fragen darf, Flamur? Er stimmt, fertig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, bei mir auch irgendwann, Hybrid. Bei mir auch irgendwann. Im Geiste habe ich sie auch schon fertig. Nein, ich freue mich für dich. Mein letzter Urlaub war tatsächlich vor 4 Jahren. Boah, Alter. Alter. Ja, gut. Mein Urlaub ist eine Woche her. Aber 4 Jahre ist echt heftig. Aber wie gesagt, solange die Arbeit Spaß macht, ist ja alles gut. Wie gesagt, schlimmer ist es halt wirklich, wenn du dann dich quasi zu Tode abrackerst, gerade so über die Runden kommst und einen Job machst, der keinen Spaß macht. Und dann wirklich nur am Ackern bist.
Ich glaube, schlimmer geht's dann schon gar nicht mehr. Emlyn, zweiter Novize der Bruderschaft der Morgenviper zu Diensten. Womit kann ich dienen, Abenteurerin? Ja, es ist richtig, dass drüben an den jetzt kommt hier das Ding. Na toll. Egal, ich lese gleich nochmal. Bitte ständig in der erneuerbaren Energie, genetischer Stromerzeugung Branche. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, ich glaube, das würde mir sogar auch Spaß machen. Ich glaube, das wäre sogar auch was für mich. Ein Kumpel von uns, oder ehemaliger Kumpel, der hat sowas in die Richtung tatsächlich auch studiert. Der hat öfters mal von erzählt. Und ich fand das halt immer richtig, richtig cool und interessant. Also allein gerade, weil es interessant ist. So. Beim hilft man auch indirekt der Welt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man tut ja noch quasi noch was Gutes dafür. Ja, hast du vollkommen recht. Jetzt habe ich aus Versehen gepult. Na egal. Sorry. Ich habe vergessen, dass ich einen Mehrfachschuss auf der 1 jetzt habe. Und nicht mehr. Mein anderes Ding, meine wütende Attacke. Heißt doch so, oder? Ja. Kurz verpeilt gewesen. Aber passt. Passt. Ob mir warm ist. Okay, Heiler ist halt einfach direkt geliefert. Auch nice. Huch. Ja, yeah, ich habe ein WS bekommen. Wir versuchen unsere Methoden an Firmen und Privatnutzer zu verkaufen. Und Verbrennungsmaterialien wegkommen. Ja, klingt gut. Klingt gut. Also, wie gesagt, da glaube ich tatsächlich, dass dir das Spaß macht. Finde ich gut. Ja, es ist richtig, dass drüben an den Lavendelbeeten ein Wohngebiet für Abenteurer entsteht. So haben es die Bruderschaft und der Rat der Saatzieher einvernehmlich beschlossen. Beim Vorhaben verspricht man sich viele Vorteile für unser Land. Nicht zuletzt durch die zusätzlichen Steuereinnahmen und die Abenteurer sind wegen ihrer erwiesenen Nützlichkeit gern gesehen. Die Lavendelbeete wurden als das ideale Gebiet für die Besiedlung durch Abenteurer ausgewählt. Und auch die Gebieter scheinen diese Entscheidung der Saatzieher zu billigen. Es besteht also kein Grund zur Sorge, das haben die Saatzieher uns versichert. Und auch ich muss sagen, dass kein Gebiet besser geeignet wäre als die Lavendelbeete. Die Gegend ist hübsch anzusehen und der ebene Boden lädt zum Häuserbauen ein. Wenn du dir selbst einen Eindruck verschaffen möchtest, dann fahr doch mal hin. Wer weiß, vielleicht gefallen dir die Lavendelbeete ja so gut, dass du dich sofort da niederlassen willst. Siehst du die Ferienkapitänin dort auf dem Steg? Sie kann dich dorthin bringen. Mehr kann ich dir auch nicht sagen, aber sprich mit dem Rekruten der Bruderschaft im Eingang zu den Lavendelbeeten. Er wird dir alles erklären. Yay! Also ihr Lieben, ich muss mich leider aber auch erstmal verabschieden. Mein Wecker klingelt wieder 4:30 Uhr. Ich meine, nicht so spät wieder ins Bett. Ich wünsche euch noch mega viel Spaß, falls ihr wieder so seht. Bis morgen. Alles gut, Hybrid. Schlaf schön. Ja, Abschlussquest fertig, dann gehe ich auch. Mach das. Ich mache auch nur noch bis kurz, ja, bis 0 ungefähr. Bis 0 mache ich. Hatte ich ja gesagt. Dadurch, dass ich, oder dass der Termin morgen erst um 10 ist. Und ich erst um 8.30 Uhr aufstehen muss. Ich bin wahrscheinlich eh früher wach. Da passt das. Sehr sogar. Nur hat man viele Probleme mit dem Staat. Die sehen es nicht so gerne, wenn man ihre Einnahmequellen vernichtet. Das glaube ich. Das glaube ich.
stelle ich mir auch teilweise ein bisschen schwierig vor. Wie viel Platz hier halt einfach noch ist. Gut, hier hinten. Oh, doch, hier hinten auch noch. Wir müssen Schneekill machen. Achso, ich muss ja in irgendeinen Bezirk, um die Quests abzugeben. Oder zu machen. Aber die Musik ist cool hier. Wie viel Platz hier einfach noch ist. Sei gegrüßt, du befindest dich im Abenteurer-Wohngebiet von Gridania, den Lavendelbeeten. Trägst du dich etwa mit dem Gedanken, deine eigene Unterkunft zu erwerben? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie sieht es aus mit dir, guten Tag. Meinst du hier im Raum? Oder meinst du... Ah, nicht. Ja gut, hier ist ja so ein Untergang. Ja, ich habe da ein tolles Licht. Das ist auch gut. Ich kann halt auf Knopfdruck... Ich kann es auch dunkler machen. Aber selbst dann sieht es heller aus. Finde ich gerade ein bisschen erschreckend. Aber wenn ich das ausmache, dann sieht es dunkler aus. Ich finde es halt. Ich kann auch. Oh Gott, ich kann auch so ein ganz kaltes Licht machen. Das Problem ist, ich habe hier leider auch kein Fenster. Also muss ich so. Habe ich extra so eine Lampe, die mir so ein bisschen das Tageslicht simuliert. Nicht viel, aber ein bisschen. Damit ich sagen kann, es ist. Ich habe so ein ganz kleines Mini-Kellerfenster. Ein ganz kleines Mini-Ding. Nee. Also, wie gesagt, ein ganz... Also, oben ist halt, ne, dieser Ablaufschacht für Wasser. Und halt so ein ganz kleines Mini-Fenster. Ich guck direkt gegen das Fundament. Oben ist ein ganz kleiner Luftschlitz. Der kommt nicht viel Luft. Das ist furchtbar. Mit ein bisschen Glück ändern sich Gott sei Dank bald meine Räumlichkeiten. Dann geht's ein Stockwerk höher. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Aber bald bin ich kein Kellerkind mehr. Gut, Kind sowieso nicht, aber... Ne? Tatsächlich Haus. Aber sagen wir mal, von der Größe könnte es eigentlich eher eine Wohnung sein. Es ist recht klein. Es ist sehr, sehr klein alles. Sehr, 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 sehr klein. Klein und mini. Klein und flauschig. Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass du eine Abenteurerin bist. Ausgezeichnet, denn die Lavendelbeete sind nur für Abenteurer gedacht. Alle anderen Interessenten musste ich wegschicken, so leid es mir auch tut. Falls du mir über das Prozedere wissen möchtest, wie du zum stolzen Hausbesitzer wirst, dann wende dich bitte an den Unterkunftsbeamten am Baumkronenmarkt. Naja. Ich wohne mit meinem Verlobten zusammen. Der liegt aber schon im Bett. Der kommt... Na doch, der kam seit... Oder war heute 4, 5 Stunden unterwegs. Kam aus Frankfurt. Hat mir aber Cookie mitgebracht. Ich hatte Cookie noch liegen. Ich hätte beinahe mal einen Cookie vergessen. Gut, dass wir gerade darüber reden. Aber rein theoretisch ist es uns nur gestattet, hier zu wohnen. Wir haben 3 Kater. Also wir dürfen in dem Haus wohnen, aber eigentlich gehört es den Katzen. Also eigentlich sind die Katzen die Herren über alles hier. Verlobte schon, holy shit, weil ich
lange weg. Herzlichen Glückwunsch für auch. Wir sind tatsächlich schon seit einem Jahr verlobt. Aber ich sage es nicht so oft, tatsächlich. Ich sage es tatsächlich nicht so oft, aber ja. Frischers ist mein Verlobter. Da. Das kleine Ding hier. Danke, Flamur. Aber trotzdem auch danke, Luca. Dankeschön. Aber ja. Eigentlich war es auch geplant, dass es dieses Jahr, ne, losgeht, aber das böse C kam halt dazwischen. Und ja, bei mir sind noch Slots frei. Bei mir sind noch Slots frei für VIP. Ein paar habe ich noch. Man kann sie leider nicht mehr erhöhen. 20 ist Max, aber ich habe doch Platz. Und Luca! Glückwunsch! Jo, warte. Das mache ich einmal fix. Darauf spare ich noch. Wie gesagt, noch ist Platz. Noch ist Platz. Jo. Bist du der Zweite heute, das einlöst? Ja, oh, speichern. Müsste jetzt, wenn alles geklappt hat. Doch da. Da bist du. Da bist du. Und ja, ich bin Untermieter. Ich bin die Untermieterin meiner Katzen. Ich bin froh, dass ich hier atmen darf. Meine Katzen, denen gehört gefühlt alles. So wie sie sich immer hinlegen und, ne? Alle Viere von sich strecken. Die haben auch ein ganz hartes Leben. Die haben ein ganz, ganz hartes Leben. Die müssen zum Napf laufen. Mein Gratis-Erlös kann ich eigentlich auf 500k sparen, damit ich dich irgendwann einfach zu F14 zwinge. Ja. Ja. Könntest du? Gott, das ist mir warm. Hey, ich will ein Fenster. Ohne Witz, mir fehlt tatsächlich ein Fenster, ne? 500k, so ziemlich hab ich. Aber ich will auch nur das Beste für dich. Na, no. Das ist lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir. Ich spare auf die 500k. Oh Gott, Iron, ich habe echt Angst, was du dir wünschst. Ne? Ich habe echt Angst. Ist schon echt ein Art, so, ja, ich weiß. Aber es soll ja auch was Besonderes sein. Es war tatsächlich eine Absprache mit den Mods. Die Mods hatten mich damals bestimmt. Ich glaube, die Mods wollten euch leiden sehen. Die Mods hatten was gegen den Chat. Nein, ich wurde tatsächlich bestimmt. Aber. Na, dann wird's immer Werbung raus und gönnt ihr die Brötchen. No. Ja, stimmt. Von der Summe her wären das ein paar Brötchen. Zwei vielleicht. Eine Stunde fast nur auf Albtraum. Boah. Darf ich mich dabei im Schrank verstecken, Iron? Darf ich mich dabei im Schrank verstecken? Boah, das wird echt schlimm. Boah. Ich meine, Stunde Fastfood wäre das eine. Aber auf Albtraum. Puh. Ganze Game im Schrank verbracht. Ja. Das musst du erstmal machen, ne? Das ganze Game im Schrank verbringen. Das musst du erstmal hinkriegen. Pass auf, und am Ende gibt es eine Errungenschaft für.
Du kommst zur rechten Zeit. Gerade eben ist eine Lieferung angekommen und die Ware müssen verteilt werden. Bringe die Plattenrüstung zu den Soldaten Deranmert, die Muntui-Bohnen zur Bäuerin Kilei und die Flusskrebsbällchen zur Anglerin Berthe. Hoffentlich hast du starke Arme. Die Sachen sind ganz schön groß und schwer, aber versuch's mal, ob du sie tragen kannst. Sie liegen am Ende des Stegs. Glaub mir, Phasmo ist nicht so hart wie manche andere Games. Ja, ich weiß gar nicht. Visage war doch so heftig, ne? Visage sollte, glaube ich, richtig heftig sein. Wenn es das Game ist, was ich meine. Bei Horror bin ich ja sowieso raus. Also Horror ist ja... Das Einzige, was ich jetzt gespielt hatte, das war vor ein paar Monaten mit MAPPA, Man of Medan. Das hatte ich gespielt. Müssten mittlerweile, glaube ich, auch alle Parts auf YouTube sein. Glaube ich. Ghostwatcher ist hart. Okay, das sagt mir nichts. Ich bin böse, aber nicht so böse. Maximal auf Profi. Okay. Ja, Aaron. Ich hab ja dich dabei. Ich hab ja dich dabei. Dann geht das ja noch irgendwie. Zur Not gibt's halt einen Shot nach meinem Namen. Pass mal auf Droh. Ah. Selbst ich, der Nervengezübel, es mag grün, ich gehe es ja dann. Also wie gesagt, bei Horror könnte mich jagen. Was ist das Wort, ey? Nee, Horror ist... Weiß ich nicht. War nie meins. Nie meins. Genauso wie Shooter. Alles aber nicht das. Du siehst mutig und stark aus. Kannst du mir meine geliebte alte Angerode vom Lilienstein holen? Als ich dort angelte, loderte plötzlich seltsame Flammen auf mich zu. Da packte mich die Furcht. Ich ließ alles fallen und rannte um mein Leben. Die Angerute liegt hoffentlich noch neben dem Zelt. Kannst du sie holen? Bitte. Sie bedeutet mir sehr viel. Mal gucken. Bevor du wirfst die LSD ein und spielst ein Horror-Game. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar recht nützlich wird. Wobei, M wieder siehst du viele tolle, lustige Sachen. Oder es wird noch schlimmer, als es eigentlich ist. Ich möchte es nicht probieren. Ich möchte es wirklich nicht probieren. Ja. Ja. Oder bist du in der Hölle? Hast du etwas für mich? Ja, hier, guck mal. Ich würde es auch nicht probieren. Nein, ich auch nicht. Nee. Das wäre nicht so meins. Dann doch lieber das Schnaps. Aber auch davon nicht so viel. Ohne neue Köder kann ich nicht arbeiten. An einem leeren Haken beißt du mal keinen Fisch an. Ja, hier hast du ja jetzt welche. Die Flusskrebsköder. Damit sieht die Sache natürlich ganz anders aus. So langsam müsste die Lieferung eigentlich ankommen. Ich stehe doch schon vor dir. Na endlich, die Muntui-Bohnen. Ich arbeite als Lebensmittellieferantin. Und mit den Bohnen werde ich gute Geschäfte machen. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Ach, da muss ich hin. Das ging schnell. Vielen Dank. Du scheinst stärker als ein Lastesel zu sein. Allein hätten wir die schweren Sachen nicht so schnell wegräumen können. Doch dank dir ist das Steg jetzt wieder frei für die nächste Lieferung. Beides nicht. Glaube ich. Kann ich... Ja, ich kann es gebrauchen. Noch irgendeine hässliche Hose. Ich habe einen weiteren Auftrag für dich, der dich diesmal etwas mehr fordern wird. Pass auf, jage ein paar Hornissenschwärme und sammle die getöteten Hornissen ein. 4 Tüten voll sollten reichen. Willst du wissen, was ich damit vorhabe? Nun, daraus werde ich etwas Feines zubereiten. Du wirst schon sehen. Ich will es nicht wissen. Kannst du das immer das Chaos? Ich habe zumindest schon mal was von gehört und auch was von gesehen. Aber ich habe es, meine ich, noch nie selbst gespielt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich meine, ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ich habe viele MMOs schon angetestet, aber das meine ich noch nicht. Rappels kenne ich. Ah, das Chaos. Nee, das hatte ich noch nicht gespielt. Nee. Aber ich kenne es. Ich habe da mal ein Let's Play zugesehen.
vor einiger Zeit. So lange her. Als ich damals Spiels gesucht hat. Echt? Ich glaube, das wollte ich tatsächlich mal spielen. Ich war damals auf jeden Fall auf einer Suche nach einem MMO. Ich bin tatsächlich bei Fiesta Online und Herr der Ringe Online hängen geblieben. Und bei Rappels. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Rappels? Das war so mein erstes MMO, seitdem liebe ich MMOs. Ja, bei mir war es wie gesagt Fiesta Online. Ich weiß auch nicht, ob das so einer kennt. Es gibt es tatsächlich noch, ne? Und Atingo, einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Fiesta Online. Ach ja. Fiesta Online höre ich hör auf. Gerade ausgemacht. Nein, echt? Es gibt doch Leute, die das Spiel spielen. Wie geil. Ihr müsst auch mal wieder reingehen. Ich habe Fiesta Online, glaube ich, zuletzt Anfang des Jahres gespielt. Als Kaya noch da war. Kaya hat das ja gespielt. Oh, das ist eins meiner Lieblingsmounts aus Fiesta Online. Der war Speer. Oh. Aber seine eigene Gilde auf dem neuen Server mit über 100 Leuten. Sehr geil. Sehr geil. Ich war damals immer auf einer Suche nach einer festen und aktiven Gilde. Aber auf dem Server, wo ich war, war halt nichts mehr. Gehört habe ich davon. Ja. Geht wie bei mir. Von vielen MMOs habe ich gehört, aber bisher das meiste nicht gespielt. Ich müsste das auch mal wieder spielen. Alle Server sind tot, ja. Also der eine ging ja. Der eine ging und irgendwann war der Wurm drin. Ich glaube, mein höchster Schaden ist irgendwas bei 60 und ich kam in diese eine Indie einfach nicht rein. Und dann habe ich irgendwann die Lust wieder dran verloren. Kenne ich aber nicht dieses Rappels. Warte mal, finde ich Bilder dazu? Zu Rappels? Ich weiß, ich stehe da gerade einfach nur doof rum. Oh ja, aber keine guten. Aber egal. Ganz ehrlich, FF14 ist so geil, das stimmt. FF14 ist richtig, richtig geil. Logo. Ah, ne, okay. Zurück, zurück, zurück. Nix. Es sieht halt einfach so alt aus. Ah, das ist ein chinesisches Surf. Ich hab's halt damals echt geliebt, das Rappels. Kann ich tatsächlich nur durch meinen Vater. Ich hab das aber rauf und runter gespielt. Also die Community ist auch echt scheiße. Also bei Fiesta, ja, das stimmt. Also war damals tatsächlich anders, als ich angefangen habe. Okay, nee, das ist nicht. Das ist nicht mehr Rappels. Das waren übrigens die Klassen. Also die Völker. Irgendwie richtig cool. Weiß ich aber gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt. Jetzt einmal wieder da rein switchen. Hast du auch ein MMO, wo du immer wieder zurückkehrst, auch wenn es nur ein oder zwei Tage sind, um zu schauen, was dort los ist? Fiesta Online. Oder zurzeit ist es tatsächlich leider Herr der Ringe Online. Das ist tatsächlich zurzeit so. Obwohl ich Herr der Ringe Online echt verdammt gerne spiele. Der VIP-Server, da bin ich tatsächlich relativ aktiv, aber auf dem normalen Server, da gucke ich tatsächlich nur kurz vorbei, guck, was die Gilde macht. Guck, ob ich was verkauft habe. Und geh wieder raus. Ja. Also am aktivsten sind ESO und FF14. Also FF14 ist ja sowieso ein Main Game. Und WoW. Ich kenne mich ja mit WoW noch gar nicht aus. Am Sonntag ist ja der 24er. Der hat durfte ja eingelöst 24 Stunden und dann 24 Stunden WoW. Ich werde leiden.
Ich werde echt leiden, vor allem weil ich Angst vor der Community habe. Alles, was ich bisher von WoW an der Community erlebt habe, ist einfach nur Rotz. Aber mal gucken. Ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine. WoW interessiert mich eigentlich auch nur wegen der Story. Der Rest ist. Ja. Lassen wir's. Würde gilt bei FF14, also eine deutsche. Leider nicht. Also ich habe eine Gilde, aber die ist gerade im Aufbau. Ich habe eine Gilde, aber wie gesagt, die ist gerade im Aufbau. Wir haben jetzt gerade, also meine Co-Gildenleitung und ich haben uns gerade ein bisschen zusammengesetzt und setzen uns die nächsten Tage auch noch zusammen. Und haben mich jetzt mal ein bisschen aussortiert, bisschen alles dezimiert und wollen das jetzt alles mal ein bisschen anders aufziehen. Aber so was andere Gilden angeht, kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus, weil ich glaube, ich war noch nie in einer anderen Gilde als in meiner eigenen. Ich werde ins Bett. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Iron. Schlaf schön. Bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, du wirst Sonntag ja wahrscheinlich reinschauen. Toxisch, kurz gesagt, ja. WoW ist sehr, sehr toxisch. Überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Dieses komplett toxische, das ist so. Bah, das ist einfach nur Schmutz. Leonie verspätet sich also mal wieder. Kein Problem, das kenne ich schon. Ich werde dafür sorgen, dass ein Boot bereitsteht, wenn sie kommt. Atingo, auf welchem Server bist du denn in FF14? Wenn ich fragen darf. Alpha. Ah, okay. Die 9. Da auch mal WoW zu versucht, aber ist ehrlich gesagt nicht meins. Also eigentlich finde ich WoW richtig cool, aber ich mag die Community nicht. Und ich finde es auch verdammt schwer, in WoW reinzukommen. Also ich finde WoW nicht einsteigerfreundlich. Ja, schön, die 100% Boost mitnehmen. Ich habe meinen neuen Main. Es ist eine lange Geschichte, aber das hier ist jetzt der neue Main, den ich jetzt versuche hochzuspielen. Auch wenn ich eigentlich die Hälfte der Zeit nur ein Just Chatting-Stream draus mache, aber scheiß was drauf. habe ich tatsächlich auch auf einem der neuen, auf Phantom. Ich habe halt einen Wechsel vom, also mit meinem Main, von Shiva, also von Light, auf Chaos gemacht. Deswegen. Bin auch noch relativ neu, kenne mich nicht so gut aus. Bist du hier genau richtig? Wir haben immer sehr, sehr viele Leute, die sich auskennen und auch gerne helfen. Da zum Beispiel Luna. Sag, dass du neu bist und Luna kommt sofort und macht Party. Da haben wir die Erste, die helfen kann. Also bei Fragen, wenn ich es nicht weiß, Luna ist sowieso immer da. Kitty ist auch meistens da. Mein anderer Mod ist auch meistens da. Gut, der ist jetzt vor einer halben Stunde ins Bett, aber in der Regel ist er auch immer da. Ich bin immer da. Oh, Luna. Überhaupt nicht creepy. Wo kann ich mich bewerben? Ah. Lies vorher das Kleingedruckte. Du musst aber deine Seele verkaufen. Nur damit du Bescheid weißt. Verkaufe deine Seele, dann ist es soweit, ne? Dann ist alles geklärt. Verzeih, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ein Planwagen mit einer Lieferung aus Mühlenbruch wurde von Monstern angegriffen. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Aber der Wagen ist umgestürzt und dabei wurde die Ladung über den Wald. Wald! Das muss ein großer Wald sein. Über den Waldboden verstreut. Bitte sieh nach, was davon noch zu gebrauchen ist. Du musst einfach dem Weg nach Süden folgen. Dann stößt du automatisch auf den Ort des Geschehens. Die Lieferung ist für Cater, die Verwalterin vom Gut Wiesegrund bestimmt. Bring ihr alles, was du bergen kannst. Ja, ist sehr schön. Seine ganze Mühe verkaufen. Flamo, was willst du mit der Seele anfangen, wenn ich fragen darf?
Du treibst aber bitte keinen Seelenschwarzhandel, oder? Ich bin Level 62 und mein Kollege, der mir das Game gezeigt hat, ist seit 80. Wir suchen beide eine Gilde. Ihr seid halt leider auf dem falschen Server. Auf Alpha habe ich leider keine Gilde. Also, wie gesagt, auf Alpha kenne ich mich halt null aus. Da weiß ich halt gar nicht, was da überhaupt für Gilden sind. Ja, du kannst einen Transfer machen. Das geht. Ich weiß gar nicht, ob der erste Transfer kostenlos ist und du ob den zweiten zahlen musst oder ob du sowieso zahlen musst, das weiß ich nicht. Aber du kannst auf jeden Fall einen Transfer machen. Wie gesagt, unsere Gilde ist halt gerade im Aufbau. Also im Neuaufbau, weil wir hatten halt viele, viele tote Mitglieder. Deswegen haben wir die alle rausgepfeffert und bauen jetzt gerade neu auf. Und suchen halt sowieso welche für Dailies, für Farm, für Raids laufen. Weil Kitty und ich sind ja beide im aktuellen Content. Machen halt gerade beide bei das Patch. Und ja, wir sind halt auf Shiva. Also Light Shiva. Da sind wir zu Hause. Da ist unsere Hut. Gildenhaus ist auch verfügbar. Ich kann auch einmal gleich kurz umloggen. Die paar Minuten habe ich auch. Also zum Zeigen, meine ich. Zum Zeigen. Danach gehe ich wieder hier mein Streaming-Main. Am besten, ich sage das tatsächlich so. Streaming-Main und privater Main. Dann kommen die Leute nicht durcheinander. Aber stimmt, ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich meine Gehilfe nochmal auf Unternehmung schicken. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das wollte ich eh machen. Dann muss ich das nach dem Stream nicht machen. Dann kann ich das jetzt... Kann ich das jetzt fix erledigen. Shiva. Da.